Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge zum Piercer. Und zwar zur Folge 31 mittlerweile. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die letzte Folge, ja, ich erinnere mich gerne dran zurück. Wir haben endlich dieses schöne Teil hier gefunden. Ich weiß gar nicht, wie lange ich davon geträumt habe. Denn ich glaube, wir haben bereits in Folge 1 schon Munition für das Ding gefunden. Naja, und jetzt haben wir sie endlich. Also lasst uns schnell zurück zum Zug. Ich muss mal kurz überlegen. Ne, von dort sind wir nicht gekommen. Wir sind, wenn dann, glaube ich, von hier hinten. Da ist die Tür, genau. Sehr, sehr verwirrend, das Ganze hier. Ja, lasst uns schnell zurück zum Zug machen. Und dort holen wir uns die Munition dafür. Das Ding rettet uns gerade auf zweierlei Weise den Arsch. Also einerseits ist das hier sehr, sehr gut. Oder ja, sehr angebracht, dieses Teil, bei den Zombie-Horden, die kommen. Ich glaube, da gibt es nichts Geileres als was... Uah. Anna, hast du mich erschrocken. Wo kommst du denn her? Nein, die Waffe ist kaputt. Nein. Ach, Mist, geh doch weg. Ich wollte ihm erstmal eine reinhauen und dann merke ich ja, dass der Baseballschläger letzte Folge kaputt gegangen ist. Ja, das Ding rettet uns auf zweierlei Weisen den Arsch. Und zwar einerseits ist es bei den Zombie-Horden natürlich sehr praktisch, dass das gute Teil vollautomatisch ist. Und andererseits wird unsere Munition halt auch langsam knapp. Vielleicht jetzt nicht unbedingt von der Pistole hier, aber... von dem guten Schrotflintengewehr. Schrotflinten? Ne, von der guten Schrotflinte. So rum. Schrotflintengewehr ist auch was Schönes. Vollautomatisches Schrotflintengewehr. Ja, da ist die Munition ja auch langsam knapp. Und von der vollautomatischen Riffle-Ammo. Oder Gewehrmunition, wie es seit dem Update heißt. Haben wir mehr als genug. Glaube ich zumindest. Und von daher. Ja, 208. Ach, ist das geil. Das freut mich. Lasst uns erstmal kurz zum Schrank hier hinten. Wir hatten ja einmal einen Metallschrank. 49 Metall, das hätte ich mir im Leben nie erträumen können, dass wir mal so viel Metall haben, dass ich das liegen lasse. Guck mal, hier haben wir auch noch 17. Oh mein Gott, das passt alles gar nicht mehr in die Schränke hinein. Die Granaten nehmen wir natürlich mit. Pillendöschen, ja, nehmen wir dann. Ich nehme gleich nochmal ein paar mehr mit. Aber ich finde die Pillendöschen fast ein bisschen besser als... als die Bandagen. Na, hier haben wir noch. Wir nehmen mal noch zwei mit. Die dürften ja nicht so schwer sein, ne? Ein Kilo. Das ist in Ordnung. Dann lasst uns mal schauen. Ja, hier steht nur Südportal in die Tunnel. Ich glaube, dass wir den eigentlich nicht mehr brauchen. Aber ich lasse ihn trotzdem mal noch einstecken. Nicht, dass wir jetzt ganz, ganz weit durchrennen. Und ganz am Ende ist eine verschlossene Tür. Hier haben wir 105 Schuss. Hier haben wir nochmal 208. Ey, Leute, das ist so geil. Dann lasst mich mal noch 95 mitnehmen, dass wir 200 Schuss haben. Wie viel Magazin? Ein 30er vielleicht? Ha, ein 30er Magazin, richtig geil. Oh, und das alte, ey, mach das weg, das... Hallo? Räum es weg, das sieht nicht schön aus. Hier in meinem Zug möchte ich keine Magazine rumstehen haben, hier ist der einzige friedliche Rückzugsort. Den möchte ich mir nicht mit Waffen versauen. Ich würde sagen, wir essen und trinken uns jetzt nochmal voll. Dann hauen wir uns nochmal schnell aufs Ohr. Und wenn wir das getan haben, gehen wir zurück und zeigen den Zombies mal, was so eine AK alles drauf hat. Und es muss noch schnell hier die Chips hinein. 20 machen sie. Wir haben gerade mal noch 8 Leben. Das heißt, 4-mal können wir essen. Nummer 2. Nummer 3. Und Nummer 4. Dann lassen wir auch am besten mal die Chips noch einstecken. Ich würde bloß die leeren Flaschen wieder rauspacken, weil die brauchen wir beim besten Willen nicht. Und wir bräuchten eventuell mal noch, ich packe mal noch 4 Wasser mit ein. Nicht 41, das wäre Wahnsinn. Dadurch, dass wir jetzt sowieso nicht wieder alles Loot mitnehmen, ist auch nicht schlimm, wenn wir mal ein bisschen mehr haben. Oh, wir machen uns noch schnell eine Waffe, dass wir dann gleich morgen früh starten können. Ach, wir hätten hier sogar noch eine gehabt. Das habe ich natürlich nicht gewusst. Dann machen wir uns aber trotzdem noch eine, weil so viel hält die gute hier auch nicht mehr aus. Wir brauchen Holz und Metall. Wir nehmen mal kurz hier. Metall war doch, glaube ich, nur eins, oder? Ich nehme mal vorsichtshalber 2 mit und auf jeden Fall auch ein bisschen Stoff. Und dann sollte das Ganze doch gut funktionieren. Hä? Ach, wir brauchen natürlich noch einen alten Baseballschläger. Einen neuen Baseballschläger meine ich natürlich. Ja, was haben wir ansonsten alles Schönes? Den Bogen haben wir ja schon mal benutzt. Das ist halt nicht so meine Waffe. Wir könnten ein Doppelstockbett noch bauen.
Weil wenn wir dann hier durch sind mit dem Tunnelsystem, ich gehe ja mal davon aus, dass wir dann das Ende erreicht haben, dann können wir natürlich auch mal anfangen, noch alles andere zu bauen. Ja, man hätte sich das aus dem Englischen schon erklären können, dass die Wände nur gedacht sind für den Zug. Aber ich hatte halt trotzdem die Hoffnung, gerade so ein Survival-Game, da freut man sich doch drauf, sich mal irgendwo noch eine kleine Hütte zu bauen, Bett reinstellen, für den Fall der Fälle, dass man auch mal ein bisschen weiter hinausgehen kann. Aber ja. Ansonsten haben wir von hier tatsächlich alles gecraftet, was zu craften geht. Hier ging ja bloß die Metallbarren und hier haben wir auch alles, ne? Den Hammer haben wir, glaube ich, noch nicht. Aber ich wüsste auch nicht, wofür der gut sein soll. Wir können den gerne mal noch bauen. Vielleicht können wir damit schneller Sachen aufbauen als mit dem Hammer hier. Und jetzt, wo ich den sehe, können wir den auch gleich wieder wegpacken. Gut, dann haben wir ihn jetzt aufgebaut. Wir haben ihn gebaut, okay. Schaut euch das da oben mal an. 2 Baseballschläger. Hier, Pistole M9 hieße, glaube ich, oder? Ja, M9, eine 8 Munition, Schrotflinte oder 8 Schuss Schrotflinte und eine AK. Sieht das nicht geil aus? So, wir hauen es jetzt mal 8 Stunden hin. Reicht vollkommen aus. Wie gesagt, Helligkeit ist sowieso scheißegal. Die bringt uns hier im Tunnelsystem eh nichts. Von daher, um 4 haben wir es gerade mal. Egal, Hauptsache wir haben oben links die Statistik wieder mit 100% voll. Damit wir hier schön in Ruhe oder vielleicht auch nicht in Ruhe uns durch die Zombie-Horden ballern können. Und jetzt geht's los. Ich freue mich, wir können die AK das erste Mal benutzen. Die wird wahrscheinlich richtig laut sein, sodass wir alle Zombies mit einmal anlocken, aber mit einem 30er Magazin kann uns das völlig egal sein. Hoffentlich ist die geil. Nicht, dass wir jetzt anfangen und brauchen hier 10 Schuss für so einen normalen Zombie mit dem Ding. Das wäre natürlich semi-optimal. Ich hätte mal noch ein paar Energies mitnehmen können, aber naja. Keine Hektik, in der Ruhe liegt die Kraft. Vielleicht kriegen wir auch mit dem Schlüssel die Dinger hier auf, dann haben wir einen kürzeren Weg. Lass mich das mal kurz probieren. Nö. War tatsächlich anscheinend nur für oben. Für das eine Tor. Wir müssen mal gucken. Wir sind jetzt in die Tür reingegangen, wo da steht, hier nicht betreten, weil tot inside und so. Und rechts war ja noch die gelbe Tür, die sich die ganze Zeit von alleine geöffnet und geschlossen hat. Und dort müssen wir auf jeden Fall noch rein. Und ich glaube, in dem Raum davor gab es auch hinten rechts noch eine Tür. Wir sind ja in die hinten links. Also wird es da wahrscheinlich auch noch was geben. Lassen wir uns mal überraschen. Und der Charakter hatte was gesagt bei der Rüstkammer oben her. In dem Raum davor hat er, glaube ich, nichts gesagt. So, wir sind ja schon wieder hier. Das da hinten, meinte ich, da gucken wir dann nochmal, aber bevor wir das tun, gucken wir natürlich erstmal hier unten. Ich habe ein bisschen Angst vor der Tür. Also ich habe wirklich Angst vor der Tür. Ich hasse das in Spielen, wenn sich Türen von selber öffnen. Soweit ich mich erinnere, wird es lange komplizierte Labyrinthe. Es lohnt sich die Vorbereitung gut, bevor sie in... Ich liebe diese Übersetzung. Och, ich möchte keine langen, komplizierten Labyrinthe. Automatische Tür, das habe ich gemerkt. Aber danke für den Hinweis. Können wir schleichen oder trinken wir dann? Nö, wir können schleichen. Weil dann hauen wir der... Ey! Hä? Boah, was? Ein Fall der Soundbug. Habt ihr das gehört? Mann, war das gruselig. Macht doch nicht so einen Scheiß mit mir. Ey! Ich möchte die AK noch nicht ausprobieren. Ich würde mir ganz gerne erstmal vorher einen Überblick verschaffen. Nicht, dass jetzt hier im nächsten Gang 800 Zombies warten und wir die alle anlocken. Ach shit, jetzt probieren wir sie aus. Oh, ist das geil. Ich freue mich. 1, 2, 3, 4. Ne, 3 glaube ich. Ich glaube, einer hat nicht getroffen. Ah, ist das geil. Okay, die verzieht ein bisschen. Da muss man sich noch dran gewöhnen, aber ja. Das ist jetzt gar nicht mal so schlimm. Gut, wir gehen als allererstes nach links. Wir müssen uns das hier echt ein bisschen merken, wenn der hier von Labyrinthen spricht. Das sieht ja fast wie so ein paar Fallen aus hier. Wird wahrscheinlich nur da sein, um das Tunnel oder um den Tunnel zu halten, dass der nicht einbricht. Aber ich habe echt ein bisschen Angst, so
weiß nicht, so Indiana Jones mäßig, dass hier auf einmal die Wände enger werden oder irgendwelche stacheligen Sachen aus der Wand kommen, wenn wir auf einen Stein treten. Aber ich glaube nicht. Ach, klar. Na, ich habe da noch einen gehört. Können wir hier dran rumdrehen oder so? Nee, ne? Okay. Polizeizombie. Ach, schaut mal, wie schnell der gelitten hat. Ach, ist das wunderschön. Ich freue mich über die AK, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich versuche natürlich trotzdem erstmal noch so weit wie möglich. Uah. Munitionssparend zu kämpfen. Beziehungsweise mir die AK erstmal wirklich für komplizierte Situationen aufzuheben. Auch wenn wir natürlich 200 Schuss mit hatten, aber in so einer vollautomatischen Waffe sind die schneller weg, als ihr denkt. Und das muss natürlich nicht sein. Dass wir die jetzt hier bei den einzelnen Zombies verballern und am Ende kommt eine Riesenhorde. Und wir können ja bloß noch mit der Pistole kämpfen. Das wäre natürlich alles gar nicht mal so geil. Okay, der hat uns schon gesehen. Dann lasst uns den noch schnell verklopfen. Ist gut. Leg dich schlafen. Schön im Wasser. Und hier machen wir einmal Rutschi Rutschi. Das ist... Ach nein, nein. Brich's ab, brich's ab. Okay. Also wir sind... Ach, ich glaube, ich habe schon wieder die Orientierung verloren. Vor allem, weil es halt, wenn man andersrum läuft, auch immer alles anders aussieht. Wir merken uns das hier und wenn wir hier sind, müssen wir wieder rechts. Ach, und ich krieg's einfach nicht raus, diese Kisten zu looten, auch wenn ich es mir vorgenommen habe, nicht mehr zu tun. Und da vorne geht's wieder links. Lasst uns mal schleichen. Das würde mich ganz schön ankotzen, die ganze Zeit hier im Wasser zu stehen, aber... Wer weiß, vielleicht mögen das Zombies ja. So genau ist das, glaube ich, noch nicht erforscht. Polizeizombie, dich würde ich vielleicht wirklich... Ach nee, wir nehmen die... Nehmen wir die Schrot? Ach Mist, Kotzi kommt. Ja, kotzt deinen eigenen Kumpel voll. Ui. Level up, da haben wir es richtig geil. Ja, ich würde fast sagen, wir gehen wieder auf Ausdauer, oder? 140 Leben ist ja eigentlich soweit in Ordnung. Wir sind zwar in letzter Zeit immer mal wieder ganz schön an die Grenzen des Lebens gekommen, aber egal. Stärke brauchen wir nicht, wir nehmen Ausdauer. 180, also 200 ist das Ziel an Ausdauer, das hätte ich gerne. Ach, Kotzis. Weiß gar nicht, seit wann die mit 3 Schüssen tot sind. Also entweder wurde das auch nochmal gepatcht. Weil davor, ihr wisst es ja noch, beim Chaos am Bahnhof, wo die ganzen Zombies kamen, als wir getankt haben. Da war ja, aber hallo, da habe ich ja bestimmt 15 Schuss in die Olle reingeballert. Bis die mal gesagt hat, dass sie keine Lust mehr hat. Ich weiß gar nicht, warum ich die mittlerweile so gut treffe mit... haben wir noch einen hinter uns? Nö. Wenn ich die auf einmal mit dem Baseballschläger so gut treffe, das hat früher nicht so gut geklappt. Oh, geil. Wir haben es mal wieder. Das gefällt mir. Generell diese ganze gruselige Stimmung. Ich werde richtig depressiv hier beim Zocken. Uah. Nö, werde ich nicht. Also ich war kurz vor der Depression, dann kam aber die AK und hat alles wieder gerettet. Ach Mist, jetzt kloppt da schon wieder einer. Aber ich find's schön, wir haben hier mal wieder ein bisschen Licht und nicht ganz so depressive Stimmung. Ach, sind die jetzt hier oder was? Na, nö, lasst uns die mal noch schnell killen. Nö. Ach, ich treff wieder nicht. Krieg's auch nicht auf. Nö, gut, dann müssen sie weiter klopfen. Tut mir leid, ich wollte euch das ersparen. Okay, wir kommen von hier ran. Uiuiui, jetzt bin ich aber leicht erschrocken hier. Komm her. Ja, ist doch gut. Ist gut. Ach Mist, war nur ein kurzes Stück. Ich dachte, es bleibt hell. Ich hatte mich schon gefreut. Also das ist so ein Bug, den ich sehr, sehr mag am Spiel. Dass wenn die sich einmal auf so eine Tür eingeschossen haben, dass denen alles andere scheißegal ist. Wir gucken nochmal kurz hier. Ein schönes Büro. Kann man auf jeden Fall immer mal die Beine im Wasser abkühlen. Wenn einen die Arbeit bis zum Kopf steigt.
Aber so auf Dauer kriegt man da auch, glaube ich, ekelhafte Füße. Lass mal. Kotzi. 3 Schuss bloß noch. Also ich glaube wirklich, dass das geändert wurde. Nach Polizeizombie. Nee, ich erledige den mittlerweile lieber mit der normalen Pistole. Da ärgert es mich einfach nicht so dolle, wenn ich mal einen Schuss verschieße. Kommt der angelaufen? Ja, der kommt angelaufen. Und die kriege ich ja mittlerweile tatsächlich ganz gut hier mit. Ich weiß gar nicht warum. Wir müssen nochmal was essen. 20 geben die Guten, wir haben 28%, dann hauen wir uns 3 rein. Und dann trinken wir mal noch schnell 2 Wasser. Und dann kann es ja auch schon weitergehen. 120 Leben passt, da brauchen wir noch... Ach schön, wir haben wieder Tageslicht. Das wird wahrscheinlich auch nur... Also, das heißt wahrscheinlich, das wird ein Bug sein. Warum sollte auf einmal hier im Tunnel Tageslicht kommen? Aber ich finde, es ist ein schöner Bug. Ach nein. Aber gut, wir haben schon mal ein Ende gefunden. Es wäre schön, wir... Oh, guckt mal. Was ist dort? Wahrscheinlich bloß kleine Teile von der Map, die nichts zu sagen haben. Ach Mensch, ich möchte nicht wieder in die Dunkelheit. Naja, wir können einen Haken machen. Eingang ist vollendet. Dann gehen wir mal noch hier hinten lang. Und hier scheint es auch nicht weiter zu gehen, oder? Kommt hier noch ein Zombie um die Ecke? Okay, geht's doch weiter. Na gut, dass wir nochmal drumherum geguckt haben. Ach komm schon, letzter Schuss hier. Ja, also ich bin sehr froh, dass wir auf Ausdauer gegangen sind. 180, das ist doch schon mal eine Nummer geiler. Schaut mal, wir haben hier gerade 2 Zombies erledigt mit Wegrutschen, den letzten sogar mit dem Baseballschläger. Waren immer noch bei 110 oder 120 Ausdauer, die wir hatten. Uah. Oh, ein Vetter. Ach, den würde ich natürlich mal ganz gerne mit der AK erledigen. 1, 2, 3. Oh. Boah, schaut mal. Wie geil das ist. Die zieht halt ganz schön nach oben. Und ich fange jetzt hier auch nicht an, zu versuchen, Rückstoß zu kontrollieren. Sondern wenn, dann schieße ich immer mal so kurze Salven ab. Okay, wir haben hier eine Steuerzentrale. Ich wollte hier nicht mehr reingucken. Können wir hier was... Eine kleine Durchsage. Wie beim Zug letztens. Mit dem ZB Bistro. Oder was heißt letztens? Das war Folge 2. Das ist schon wieder ganz schön lange her. Okay. Hier haben wir ein bisschen Munition. Wir essen mal so ein Pillendöschen. Ach, dieses Getriebeteil würde ich am liebsten hier lassen. Naja, mal gucken. Die Dinger immer so verdammt schwer sind. Wir so viel davon haben, so viel. Wir haben ja schon alle Maschinen gebaut, die wir nur bauen können. Die gehen ja auch nicht kaputt, also... Okay, jetzt lasst mich mal kurz überlegen, ich bin nämlich schon wieder ganz schön verwirrt. Ach ja, hier hinten sind wir durch, hier sind wir durch. Wir sind von hier rechts gekommen, also laufen wir jetzt hier links. Was liegt da hinten? Sieht fast aus wie eine Handelbank, aber... Oder eine Langhandel, nicht unbedingt eine Bank. Wird es aber wahrscheinlich nicht sein. Hey, ach, der hat ein Schild, ne? Okay, hat ihn nicht interessiert. Das interessiert ihn aber. Komm her. Ja. Voll auf deine schönen Zähne. Damit sie noch schöner werden. Aber ist doch gut, die bleiben gleich alle im Wasser. Dann stinken die wahrscheinlich erstmal nicht so schnell. Okay, waren bloß Rohre. Sah von Weitem etwas anders. Aha. Mann, ich hasse die. Also das sind wirklich, das sind die schlimmsten. Die und die Kotzer. Am Anfang fand ich die mit Schild am schlimmsten. Da haben wir ja aber mittlerweile eine gute Möglichkeit gefunden, wenn ich überlege. Oder wenn ich mich zurückerinnere an das Polizeirevier. Wie lange ich da teilweise gebraucht habe für die Zombies mit Schild. Mann, Mann, Mann. Hier haben wir noch einen Kotzi. An die schleichen wir uns ran.
ja, wie lange wir da teilweise gekämpft haben mit umeinander herumtanzen und was alles für witzige Sachen. Und wir haben es am Ende trotzdem nicht geschafft. Er macht wieder seinen Breakdance-Move. Oh ja, jetzt haben wir ja, oh, jetzt kommen noch zwei, die töten wir noch schnell. Gut, drei sogar. Kommt. Ich wollte eigentlich nicht so viel Munition verschwenden. Aber es wird schon wieder Zeit für eine Folgenpause. Für ein Folgenende. Für eine Folgenpause. Ja, für ein Folgenende. Sagen wir es so. Für eine Folgenpause. Jetzt habe ich sie. Was für ein schöner Abschluss. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Wie immer morgen 19 Uhr dann die nächste Folge. Und dann ballern wir mal noch ein bisschen die AK durch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.